Ja, was jetzt kommt, ist eigentlich eine Ergänzung. Zwei weitere Verträge, die auch in diese ganze Nichtverbreitungsgeschichte gehören. Und man spricht ja auch manchmal vom nuklearen Nichtverbreitungsregime, was wir heute Nachmittag überhaupt durchnehmen. Das zentrale Element ist der Nichtverbreitungsvertrag, über den wir schon gehört haben. Weitere Elemente sind diese beiden Verträge, die ich jetzt vorstelle. Den einen Teststopp, den kennt wahrscheinlich jeder, der ist ziemlich berühmt. Den anderen, Cut-Off oder Fissile Treaty, oder der ist wahrscheinlich nicht bekannt, denn er ist zu Unrecht völlig unbekannt. Ich fange mal an mit einer Übersicht und Vergleich mit diesen beiden Verträgen. Also der Teststopp-Vertrag hat letztlich das Ziel, die qualitative Weiterentwicklung von Kernwaffen zu verhindern. Also solange man Nukleartests durchführen kann, hat man ein Experiment, an dem man weiterarbeiten kann, und dann kann man immer neue Designs finden. Also in den 80er Jahren war das die allerneueste Idee, zum Beispiel ein Weltallröntgenlaser, der auch mit einer Kernwaffe gezündet wurde. Und für den hätte man auch wieder Nukleartests gebraucht. Der Fissile Treaty, der auch unter anderem Cut-Off genannt wird, soll eigentlich die Produktion von Kernmaterial für Kernwaffen verbieten. Das heißt, kein Plutonium mehr und kein hoch angereichertes Uran mehr zu produzieren, aber für Kernwaffenzwecke. Die zivile Kernenergie bleibt außen vor. Und die Idee dabei ist, dass die quantitative Weiterentwicklung von Kernwaffen eingedämmt werden soll. Also nicht noch mehr Material, damit es noch mehr werden können. Beide Ideen sind schon ganz alt. Also aus den Anfängen der Kernwaffen. Und damals waren diese Ideen eigentlich auch völlig logisch. Heute, wenn man mal sieht, wir haben ja gesehen, welche zigtausenden von Sprengköpfen es schon gegeben hatte, ist sowieso genug Material da, und wie viele Tests es gegeben hatte, wissen wir auch, es gibt zu genügend. Aber trotzdem haben beide Verträge eine wichtige Bedeutung. Ja, was jetzt ein Unterschied ist, also der Teststopp ist 1996 unterzeichnet worden, aber nicht in Kraft, ich erkläre es gleich genauer. Auch seit 1996 soll der Cut-Off-Vertrag verhandelt werden, aber diese Verhandlungen haben noch nicht begonnen. Und warum, erkläre ich auch genauer, aber ich noch ein kurzer Hinweis zu diesem Namen. Er heißt zwar Cut-Off, aber das Cut-Off habe ich mal in Klammern geschrieben, weil sich die Staatengemeinschaft völlig uneinig ist, ob nur die zukünftige Produktion verboten werden soll oder ob nicht auch Regelungen gefunden werden sollen, wie man das schon existierende Material verhindert. Und weil diese, also schon über den Namen ist man sich uneinig, und deswegen steht das jetzt erstmal in Klammern. Der Teststopp wird... ist berühmt als Abrüstungssymbol, und ein Nukleartest ist ja auch ein sehr spektakuläres Event, und die letzten Nukleartests der letzten 10 Jahre, die haben ja dann riesige Nachrichtenfluten ausgelöst. Dagegen fällt die Produktion von Nuklearmaterial nicht weiter auf. Das ist kein spektakuläres Event, was in den Zeitungen steht. Das ist auch ein Grund, warum es viel schwieriger ist, den bisschen bekannt zu machen. Ja, das sind die Staaten, die vor allem diese Verträge ablehnen. Ich fange mal mit dem Teststopp an. Also, es werden zwei Wirkungen erwartet. Erstens sollen keine neuartigen Kernwaffen mehr entwickelt werden. Zweitens sollen proliferationsverdächtige Länder nicht die Möglichkeit haben, einen Nukleartest durchzuführen. Das ist vor allem das, was die USA und die etablierten Atommächte im Sinn haben, wenn sie einen Teststopp wollen. Also dass zum Beispiel so ein Nordkorea oder so eben nicht testen kann. Und wenn ein Neustart nicht testen kann, kann es auch nie wissen, ob seine Kernwaffe funktioniert. Und während der Verhandlungen gab es einige grundsätzliche Konflikte, nämlich den Konflikt, was ist wichtiger,
die Beendung des qualitativen Rüstungswettlaufs oder die Einbindung der Entwicklungsmöglichkeit. Also letztlich Nichtverbreitung versus Abrüstung. Dieser Konflikt war die ganze Zeit da und hat sich dann ganz zum Schluss der Verhandlungen ist er eskaliert, nämlich an der Klausel des Inkrafttretens. Diese Klausel besagt, der Vertrag tritt nur dann in Kraft, wenn die folgende Liste von 44 Staaten den Vertrag unterzeichnet und ratifiziert hat. Und diese 44 Staaten sind erstens die Staaten mit Nuklearindustrie, die wir gerade gesehen hatten, die letzte Gruppe, also Deutschland ist dabei und so weiter. Zweitens die Kernwaffenstaaten, drittens die Kernwaffenstaaten, die nicht im NVV sind. Und da haben wir das Problem, denn die haben gesagt, wir haben Indien, Pakistan. Israel sagt prinzipiell nie was, aber Indien, Pakistan haben das gesagt, wenn wir nicht im NVV sind, hat das einen Grund, weil wir nämlich ein Kernwaffenstaat sind und jetzt sollen wir hintenrum hier reingezwungen werden, obwohl wir doch eigentlich ein Kernwaffenstaat sind. Also es wird dann weiter argumentiert und der Vertrag würde nicht genug dafür verhindern, dass es weitere Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Da komme ich gleich drauf. Das war der Hauptkonflikt. Ein kleinerer Konflikt hat sich eigentlich erledigt. Also die Chinesen hätten sehr gerne auch noch Satelliten als Verifikationsinstrument gehabt. Das war erstens den anderen einfach viel zu teuer. Das wäre irrsinnig teuer geworden. Und zweitens ist das eine Technologie, wo die USA ein Monopol hat und die wollten die auch nicht teilen. Der Konflikt ist letztlich nicht so wichtig. Kurzer Überblick, die ersten Nukleartests, die jeweils wer welche durchgeführt hat. Also ich lese jetzt nicht alles vor. Die erste Kernspaltungswaffe ist von diesen Ländern an jeweils diesem Datum durchgeführt worden. Die erste Wasserstoffbombenexplosion jeweils ein paar Jahre später. Indien hat zwar zwei weitere Nukleartests gemacht und behauptet, es sei auch eine Wasserstoffbombenexplosion gewesen, aber verschiedene technische Indizien deuten darauf hin, dass der zweite Teil schiefgegangen ist. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen erörtern, aber da kann man technisch argumentieren. Also da war bloß der Primärzünder hat funktioniert, wieder eine Spaltungsbombe, aber die Fusion hat nicht funktioniert. Israel haben wir eben schon diskutiert, Südafrika gibt es Gerüchte, dass die damals im Südatlantik, haben sie oder haben sie nicht, ist jetzt auch unerheblich. Pakistan hat kurz nach Indien dann ebenfalls ein Programm durchgeführt. Hier, das haben wir schon eben besprochen. Nordkorea, diesen Test habe ich mal in Klammern gesetzt, 2006, denn es deuten allerlei technische Anzeichen darauf hin, dass der nicht funktioniert hat. Also es war sozusagen Fehlzündung. Der dagegen hat wahrscheinlich schon wenigstens zum Teil funktioniert. Das ist hier im Prinzip die gleiche Liste, die wir eben auch hatten. So, jetzt zum allgemeinen Unterhaltung mal so ein paar Bilder, die wir zum Teil schon gesehen haben. Also das sind alles ein atmosphärischer Test, wie er danach später nicht mehr erlaubt war. Eine Megatonne TNT, die erste Wasserstoffbombe der USA. Eine Unterwasserexplosion, ein weiterer Test. Der erste sowjetische Test 1949. Das ist ein Museum in der Sowjetunion, da war ich mal. Und da kann man also dieses In Russland. Mittlerweile. Das Museum gab es vorher wohl auch schon. Ich war aber erst da, als es dann schon Russland war. Ja, also das kann man dann als Besucher, kriegt man das ganz stolz gezeigt. Diese 100 Megatonnen haben die sich nie getraut, wirklich zu explodieren zu lassen, weil sie Angst hatten, irgendeine Fusionsreaktion könnte womöglich die ganze Welt in Brand setzen. Und sie haben dann stattdessen einen Test mit der halben Menge gemacht. Das war der größte Nukleartest aller Zeiten. Da ging es auch nicht mehr um irgendeine militärische Bedeutung, da ging es Anfang in den 60er Jahren ums Imponiergehaben. Also es ging darum, wer hat den größten, längsten, stärksten. Naja, das kann man so nicht sagen. Also das hat man schon. Also gerade die Höhe, mit der man das gezündet hat, hat man schon gesehen, was es da für Zerstörungen am Boden gibt. Das ist ein atmosphärischer Test gewesen, mit dem 50 Megatonnen gezündet worden ist. Und von dem Zerstörungskrater, also der entstanden ist, hat man, konnte man ein bisschen hochrechnen.
Und dann gab es tatsächlich die Ideen, dass man das über den besiedelten Zentren, also mit London, New York, so quasi was passiert würde. Es würde eine Bombe dann ausreichen, um entsprechend die Stadt ziemlich kaputt zu machen. Also von der Fläche her. Es ging es nicht auch darum, dass die Russen einfach nicht so ein natürlich ist jeder genau Zielsystem hatten, wie der da ist es egal. Die hatten das so viele, also die hatten einfach eine größere Anzahl. Das ist, wenn du vorhast, irgendwie 4000 Bomben auf einmal loszuschicken, ist es egal, ob sie genau das Zielsystem haben oder nicht. Das ist dann einfach alles flächendeckend platt. Da braucht man keine große Zielgenauigkeit. Nee, braucht man nicht mehr. Aber es ging natürlich auch um die Abschreckung, genau um das zu demonstrieren. Die Abschreckung von der Abschreckung. Ist das auch eine Wasserstoffbombe? Ja. Die Kernspaltungsbomben, die haben eine Grenze, die können nicht viel stärker werden als die Nagasaki-Bomben. Und dann aus physikalischen Gründen geht es dann nicht mehr weiter. So, jetzt noch die erste sowjetische Wasserstoffbombe. So, jetzt ein kurzer Überblick, den mache ich recht schnell, den braucht man nicht so für die Entscheidungsfindung. Also, es wurde im Prinzip von den Indern ausgerichtet zuerst vorgeschlagen und die haben damals schon Teststopp und Cut-off gleichzeitig vorgeschlagen. Dann haben die USA es wieder vorgeschlagen, dann kam dieses Moratorium, was vorhin schon erwähnt wurde. Dann gab es Verhandlungen, die haben aber leider nur zu dem sogenannten Limited Test Ban Vertrag geführt, der Kernwaffenexplosionen nur außerhalb, nur verboten hatte, außer wenn sie unterirdisch waren. Und zwar vor allem aus Umweltgründen. Die Atmosphäre wurde ziemlich schnell immer radioaktiver. Und die Kinder, die zu der Zeit klein waren, haben also auch sehr viel radioaktives Material in ihren Knochenbau mit eingebaut. Trotzdem wollte man eigentlich einen vollständigen Teststopp. Und es gibt eine Anekdote, dass nicht zuletzt der Edward Teller, von dem wir heute Morgen ein Foto gesehen hatten, einen Teststopp verhindern wollte und behauptet hatte, innerhalb seiner Kollegenkreise und der amerikanischen Regierung, er wäre kurz davor, eine sogenannte saubere Atombombe zu erfinden, die also keinerlei Radioaktivität mehr freisetzen würde. Dafür müsste er aber noch etwas testen. Und das war auch mit einer der Gründe, warum die Amerikaner dann gegen einen vollständigen Teststopp waren. Wie weit jetzt das ausschlaggebend war oder so, weiß ich jetzt nicht genau. Das ist auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall einen großen Einfluss gehabt. Ein bisschen fatal war, dass nach 1963 erstmal alle beruhigt waren und man sich da nicht mehr stark um einen Teststopp bemüht hatte, weil man gedacht hatte, die schlimmste Gefahr ist ja erstmal gebannt. Ist so eine, also ich denke, so eine Radioaktiv, also so eine Atombombe ist ja irgendwie radioaktiv. Ja, also ist der Kernspaltung, ist dann sowas möglich? Henrik, das erkläre ich dir später. Das geht in die Physik und es führt ein bisschen weit und brauchen wir nicht für unsere... Ich meine, ist das jetzt einfach ja oder nein? Nein, es geht nicht. Das geht nicht. Man kann es etwas minimieren. Auch dazu habe ich in dem Museum ein interessantes Experiment gezeigt bekommen. Also eine Bombe, die fast nur aus Wasserstoffteilen besteht und nur so einen sehr kleinen Kernspaltungstrigger hat. Also ganz interessant. Dann gab es zwei weitere Verträge, dann haben sie erstmal den Nukleartests begrenzt über 150 Kilotonnen. Weitere Testverhandlungen, Moratorien. Und was ich für sehr wichtig halte, was wenig bekannt ist, es hat schon jahrzehntelang ein regelmäßiges Treffen von Experten gegeben, die erstmal die Verifikation untersucht hatten. Und zwar, wie kann man denn so einen Teststopp überhaupt überprüfen? Kann man den nicht mit dem Erdbeben verwechseln? Haben sie dann erforscht, dass die Erde anders schwingt, wenn ein Erdbeben kommt, als wenn unterirdisch eine Explosion stattfindet. Diese Wellen durchlaufen die ganze Erde, zum Beispiel vom nordkoreanischen Test sind seismische Wellen auch hier in Deutschland angelangt. Wir haben ja auch Messstationen, die damals schon mit aufgebaut wurden und die werden dann analysiert und anhand der Schwingungen kann man sehr genau feststellen, was für eine Art Ereignis ausgelöst hatte. Weitere Sachen sind Messung der Radioaktivität der Atmosphäre, Vorortmessungen, Infraschall. Vor allem diese seismischen Experten haben die ganze Wissenschaft getriggert. Wir haben jetzt in Braunschweig die Bundesanstalt für Geowissenschaften mit einer großen Forschungsgruppe, die auch nicht zuletzt dadurch motiviert worden ist. Und das Gute war, als es dann endlich Verhandlungen gab, die 1994 begonnen hatten,
konnten die seismischen Experten ruckzuck wunderbare Szenarien aus der Tasche ziehen, was alles geht und was nicht geht. Also Szenario 1, sehr gründlich, nicht so gründlich, dies, kostet viel, kostet weniger, kostet dies, das braucht man und so weiter. Und das wurde dann auch sehr schön den ganz viele Optionen den Diplomaten serviert, sodass sie in der Lage waren, sich da zu entscheiden, was sie haben wollen. 1996 waren die Verhandlungen dann fertig und der Teschtow-Vertrag kann ich jetzt hier nicht im Wortlaut vorlesen, denn er ist 88 Seiten plus Protokoll und Anhänge. Also das ist aber im Internet zu finden. Ich habe sogar eine offizielle deutsche Übersetzung, falls es jemanden interessiert. Der Teschtow-Vertrag hat auch eine symbolische Bedeutung, denn er wird, also 1995 fand eine Konferenz statt zur Verlängerung des Nichtverbreitungsvertrages. Soll der auslaufen? Soll er nur begrenzt verlängert werden oder soll er unbegrenzt verlängert werden? Und gibt es dafür Bedingungen? Und er wurde unbegrenzt verlängert, aber mit Bedingungen, die spezifizieren, was heißt denn Artikel 6 nukleare Abrüstung? Und da wurde explizit reingeschrieben, es heißt ausdrücklich, Teststoppvertrag und Cut-off-Vertrag. Die beiden stehen drin als Maßnahmen der nuklearen Abrüstung. Also Indien, Pakistan haben sich also geweigert, diesen Vertrag zu unterzeichnen, Israel auch, aber Israel sagt dazu nichts, macht es eben nicht. Und Indien und Pakistan haben danach dann ihre Tests durchgeführt, Nordkorea eben auch. Und bis heute ist der Teststopp nicht in Kraft. Und das liegt jetzt aber nicht mehr an Indien. Das wäre nach seinem Nukleartest durchaus vielleicht zu bewegen gewesen, den Test doch zu unterzeichnen, denn es fühlte sich dann als Kernwaffenmacht und so weiter, wenn man anders verhandelt hätte. Aber stattdessen war plötzlich die amerikanische Regierung nicht mehr dafür. Also zur großen Überraschung, die sich während der Verhandlungen eigentlich sehr stark engagiert hatten. Es gab dann, also es ist eine ganz komplizierte Geschichte, die auch in der Literatur hinweisen, die wir da in der, euch gegeben haben, steht irgendwo ein Aufsatz, wo es genau erklärt ist. Mit diplomatischen Tricks wurde im US-Senat die Ratifizierung verhindert. Und solange die USA nicht ratifizieren, kann man nicht erwarten, dass China, Indien und so andere folgen. Die Reihenfolge muss schon sein, USA, China, dann kann man auch mit den Indern vielleicht reden. Und dann die Pakistaner. Andersrum geht das schon mal nicht. Trotzdem hat die Obama-Regierung einen neuen Anlauf genommen und im Moment sind die eifrigst dabei, so eine Entscheidung wieder vorzubereiten. Man kann vielleicht hoffen, dass es vielleicht demnächst was wird. Die Bundesregierung war und ist immer für einen Teststopp und ist hier nie umstritten gewesen. Das ratifiziert man alles. Das ist, glaube ich, jetzt schon vorgegriffen. Warum ist der CTB hier nicht in Kraft? Die Klausel von 44 Staaten. Das habe ich eigentlich alles jetzt. Ja, ach, nur ganz kurz wollte ich noch genauer über den Verbotstatbestand eingehen und der auch damit zusammenhängt. Also, der Verbotstatbestand hört sich eigentlich einfach an. Was ist verboten? Kernwaffentests. Aber es wurde dann während der Verhandlungen argumentiert, also vor allem von den Indern, ja, aber die Amerikaner können ja Computersimulationen durchführen, die brauchen die Tests ja gar nicht mehr. Es gibt ja auch Ersatzexperimente und insofern nützt ja die Qualitativ- und der Rüstungswettlauf doch nicht begrenzt. Und tatsächlich stellte sich während der Verhandlungen raus, dass die Kernwaffenstaaten in Wirklichkeit sich ganz kleine Explosionen doch noch erlauben wollten. Also ich war damals Beraterin der deutschen Delegation, war da auch in Genf dabei. Da hatte ich meine Familie noch nicht und war da ganz flexibel mit der Hin- und Herreise. Ich verhindere also momentan die Abrüstung. Und dann kriegten wir dann irgendwann spitz, dass die 5 Kernwaffenstaaten über Testwellen verhandelt haben. Was dann bei den Nicht-Kernwaffenstaaten eigentlich große Erregung ausgelöst hatte. Ja. Und als das irgendwann rauskam und der historische Zufall wollte es, dass die Franzosen
irgendwie so dusselig waren, um genau dann einen Nukleartest durchzuführen und dadurch unwahrscheinliche Schimpfe weltweit bekommen hatten. Und wir durften kein Beaujolais mehr trinken. Ja, und also es war ja, könnt ihr euch wahrscheinlich. Daraufhin hat der französische Präsident eilfertig erklärt, also nur noch die und dann wollen wir einen True-Zero-Yield-Teststopp. Das heißt True-Zero-Yield, weil damals das Codewort dafür auch keinerlei Teststelle. Wahrscheinlich hatte er einiges falsch verstanden, das war mit den Kernwaffenstaaten jeweils nicht abgestimmt gewesen und alle waren wie vom Donner gerührt, aber natürlich kann ein französischer Präsident sein Wort nicht mehr zurückziehen. Einen Tag später haben dann viele andere Staaten und die Bundesregierung auch sofort die Außenminister erklären lassen, hurra, wunderbar, wir begrüßen das hervorragend. Und sogar mussten die Amerikaner dann ebenfalls einen True Zero Yield Teststopp erklären und so ist es einer geworden. Haben wir eigentlich Glück gehabt. Es steht aber nicht explizit im Vertrag drin, es ist aber aus der Verhandlungsgeschichte klar. Trotzdem gibt es im Moment amerikanische Politiker, die behaupten, es ist ja nicht definiert, was mit einer Explosion ist, wir dürfen ja auch noch dies und das. Also muss man diese alten Erklärungen von damals Kinkel hervorholen und damit wedeln und denen klar machen, also was da nicht geht. Da hat sich das Auswärtige Amt auch schon reingehängt und also insofern ist es ganz nützlich, wenn man da Politikberatung macht. So, jetzt kurz zur Verifikation, die habe ich eben schon erwähnt. Da gibt es riesige Tagungsbände drüber, also tausende von Seiten für Publikationen. Also das sind seismische Stationen, die man aufbaut. Dann gibt es Radiokliedmessstationen, auch in Deutschland welche. Hydroakustische, damit horcht man in den Weltmeeren, ob es Unterwasserexplosionen gibt. Und Infraschall, das sind so, da kann man auch noch in der Atmosphäre Explosionen entdecken. Das wird aufgebaut. Die Fortschritte kann man jederzeit nachlesen bei der CTBTO. Das ist die CTBT-Organisation, die die Verifikation übernimmt. Das ist in Wien eine riesige Behörde, die immer wieder Stellenausschreibungen hat. Also wen sich interessiert, kann auch mal gucken. Also da wird immer alles den neuesten Stand berichtet, auch über Ratifikationen und alles. So, das habe ich jetzt nochmal der Verbotsstatusbestand, nochmal weniger die Verhandlungsgeschichte. Was verboten ist, ist jegliche Freisetzung von Kernenergie mit einer Explosion, auch sogenannte friedliche Kernexplosionen, worüber einige russische Physiker sehr enttäuscht waren. Die waren sehr friedlich, also sind total friedliebend, haben auch gesagt, ja, aber wenn wir doch einen Meteoriten abschießen müssen, dafür müssen wir doch weiter testen. Und solche. Aber es ist also tatsächlich haben die. Man muss ja auch sagen, dass die Inder, als die ihre erste Atombombe getestet haben, haben sie fröhlich berichtet von der friedlichen Nuklearexplosion. Die Russen haben tatsächlich Kernexplosionen durchgeführt, die wohl tatsächlich nicht so militärisch gemeint waren. Sie haben nämlich die Seismik von ganz Sibirien erforscht und haben ganz viele Tests an vielen, vielen Orten gemacht und deswegen kennt man jetzt die Geologie dort sehr gut. Das ist jetzt für die Geologen ganz interessant. Und es gab noch ein Programm, was vorbereitet hatte, so Tiefseebohrungen, Brände mit Atomexplosionen zu verschließen. Also das, was Deepwater Horizon gewesen ist in der Pazifik, also die Russen hätten einen passenden Plan dazu gehabt, theoretisch, und das angefangen mal zu entwickeln, mit dem man in 1 Kilometer Tiefe dann die Bombe entsprechend einfach alles zusammendrückt und dann kommt da nichts mehr raus. Quasi. Ja. Oder also das kommt auf einmal raus. Ist klein, nein, man tündet natürlich, es sind relativ tiefe Bohrungen, ja, das ist ja, man tündet es daneben quasi und dann schiebt es die Druckwelle, die ganzen Bohrungen zusammen und entlastet zum Teil vom Druck und so weiter. Und ich sag nur als Tiefsee Russland kurz. Okay. Und das ist aber eingestellt worden, entsprechend aus diesem Vertrag heraus. Noch eine kleine Fußnote dazu. Herr Krause sagt ja, es gibt noch weitere Paragraphen im Nichtverbreitungsvertrag, die nicht so wichtig sind. Einer von denen, der wurde auch extra auf deutschen Wunsch aufgenommen, und zwar ein Nicht-Kernwaffenstaat hat das Recht, sich bei einem Kernwaffenstaat eine friedliche Kernexplosion zu bestellen. Also, wenn wir zum Beispiel gerne eine neue Talsperre hätten, könnten die Amerikaner uns eine
einen Krater machen. Super, könnt ihr die Russen fragen, die haben die Erfahrung. Oder die Russen oder wer auch immer. Ja, die Amerikaner hatten ja auch Russen. Das ist jetzt durch den Fischschopf überholt worden, aber das hatten damals unsere deutschen Diplomaten da reinfahren. Das ist schon so, das waren die Zeiten damals. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Was weiterhin erlaubt ist, sind diese Computersimulationen. Allerlei Ersatzexperimente, die ich jetzt nicht erkläre, aber wenn es irgendwann interessiert, dem erkläre ich später mal. Und durch diese Ersatzexperimente bleibt ein Restmisstrauen. Also es behaupten viele, es seien trotzdem jetzt noch Neuentwicklungen möglich, das glaube ich nicht. Oder sind neue Newcomer möglich? Das glaube ich sogar schon eher, denn die erste, eine einfache Kernexplosion kann man völlig ohne Test durchführen. Also meistens klappt das sofort. Der Alamogordo-Explosion, die allererste Testexplosion der Zeiten, hat sofort geklappt. Nagasaki und Hiroshima haben gleich geklappt. Nur bei den Nordkoreanern hat es nicht geklappt, aber die sind technisch vielleicht auch nicht so gut. So, jetzt nochmal die Folie, das habe ich eben schon gezeigt, noch zur Wiederholung. Jetzt werde ich noch über den Cut-off-Vertrag erzählen. Nachdem die Teststoff-Verträge der Verhandlungen fertig waren, dachten alle, es geht jetzt sofort weiter in der Genfer Abrüstungskonferenz mit dem Cut-off-Vertrag. Aber die Inder waren total beleidigt gewesen, denn man hatte sie tatsächlich auch etwas über den Tisch gezogen und haben sich jetzt gesperrt. Und das Problem der Genfer Abrüstungskonferenz ist, dass alles im Konsens passieren muss. Also es wird dort nicht abgestimmt und es wird keiner überstimmt, sondern es müssen letztlich alle einverstanden sein. Wie man da trotzdem den Teststopp hingekriegt hat, ist auch eine Geschichte von gewissen Tricksereien, aber anders wäre es auch nicht gegangen. Kann ich auch bei Gelegenheit genauer erläutern. Auf jeden Fall gab es dann, vorher waren sie alle noch kooperativ gewesen in ihren Grenzen und danach eben nicht mehr. Aber erstmal, warum ist denn dieser Vertrag überhaupt wichtig? Also ich finde ihn sehr wichtig, denn erstens führt er ein Element der Irreversibilität in die Abrüstung ein. Also es gibt riesige Mengen an militärischem Nuklearmaterial und mit diesem Vertrag wurde klargestellt, die können nur weniger werden und nicht mehr. Das ist zwar ein bisschen symbolisch am Anfang, ich finde es trotzdem wichtig. Es baut Diskriminierung ab. Denn infolge der Verifikation gäbe es auch politische und technische Verpflichtungen auch für Kernwaffenstaaten, die nach dem Nichtverbreitungsvertrag zurzeit nur die Nicht-Kernwaffenstaaten haben. Also bei uns kommt immer die IAEO, inspiziert alle Anlagen. Wir sind da rechenschaftspflichtig. Es gibt regelmäßig auch Ärger, der nicht schlimm ist, aber irgendwie alles auffällt. Und die Konkurrenz in Russland, USA und so hat diese Ärger nicht. Und da hat es oft genug Ressentiments der Industrie gegeben, die das beklagt hat. Was ich eben schon gesagt hatte, es würde den Nichtverbreitungsvertrag und das ganze Prinzip stärken, denn es gilt als nukleare Abrüstung. Es würde das Konzept, das finde ich jetzt auch wichtig, der internationalen Verantwortung einführen, ein TFIP. Das heißt, bei uns ist die ganze Materialbuchhaltung schon deshalb genau, weil es sonst als peinlich ist, wenn die IAEO kommt und die stimmt was nicht. Das ist wie die Buchhaltung und die Steuerprüfer. Wenn immer die Steuerprüfer kommen, dann sind die Bücher besser gepflegt, als wenn keiner kommt. Also die Einstellung ist schon, unsere Nuklearindustrie, unabhängig von Ausstieg oder nicht, damit haben wir eine internationale Verantwortung, die können wir jederzeit vorzeigen, dass wir nichts im Schilde führen, sondern dass das rein zivilen Zwecken dient. In Russland, USA, China, Indien, Pakistan, da denken die, unsere nationale Angelegenheit geht euch überhaupt nichts an. Und das ist eine grundsätzliche andere Einstellung. Und der Cut-off würde zum ersten Mal diese Einstellung ändern. Also es hätte womöglich einen Kulturwandel zur Folge. Er hat ebenfalls wie der Teststopp auch das Potenzial, Indien, Pakistan, Israel mit einzubeziehen, Israel, wenn überhaupt als Letzte, aber Indien schon eher. Und dieser Vertrag ist im Prinzip die erste Vorbereitung für die Verifikation einer kernwaffenfreien Welt. Denn wenn wir tatsächlich eine kernwaffenfreie Welt hätten, nehmen wir mal, wir hätten den letzten Schritt schon erreicht, alles abgerüstet,
dann muss man trotzdem für alle Zeiten weiter kontrollieren, dass nicht jemand heimlich Kernwaffen baut. Man muss im Prinzip das machen, was man jetzt schon in den Nicht-Kernwaffenstaaten macht. Man schickt die IAEO oder eine entsprechende Behörde und kontrolliert alles, misst alles nach. Und genau das würde dann nach dem Cut-Off schon mal in den Kernwaffenstaaten passieren, auch wenn die Restbestände und Sprengköpfe noch hätten. Also das sind alles Gründe, warum ich diesen Vertrag wirklich wichtig finde und warum es eigentlich jammerschade ist, dass es damit nicht vorangeht. Annette, wie lange brauchst du noch für den Vortrag? Also ich schätze mal, der Vortrag ist gleich fertig. Wir sind 13 Minuten schon in der Kaffeepause. Bitte? Wir haben noch zwei Vorträge. Ja, 13 genau. Minuten schon in der Kaffeepause, laut Zeitplan. Ich mache mal ganz schnell. Also dann überschlage ich das ein bisschen. Also auch da gibt es Streit, was soll verboten werden, was nicht. Der prinzipielle Streit ist eigentlich, soll nur die zukünftige Produktion verboten werden oder auch Regeln für existierendes Material. Und da gibt es wieder ganz viele Möglichkeiten, Deklarationen, also internationale Register und so weiter. Bis hier ist es leicht durchzusetzen, ab hier ist es wahrscheinlich sehr umstritten. So, Uneinigkeit gibt es auch darüber, wie gründlich diese Verifikation sein soll, das überschlage ich jetzt. Das ist, wen es interessiert, für nachher ein Überblick über den Brennstoffkreislauf. Und also das ist das direkt waffentaugliche Material, das Dunkle. Ne? Bei den anderen hat man größere technische Schwellen, um das erstmal umzuarbeiten. So, das sind Probleme, die man alle lösen müsste. Und um diese Probleme zu lösen, bräuchte man eine Group of Scientific Experts, genau wie bei dem Teststopp damals mit der Seismik. Und die sollte wenigstens jetzt schon mal arbeiten. Und da hängt sich auch die Bundesregierung, nicht nur die, sondern viele weitere Staaten mit rein. Und dazu führen wir zurzeit Seminare durch. Und eins davon ist ein Piratenthema, finde ich. Nämlich, ich glaube, viel zu viel Information ist noch geheim, die man aber für die Verifikation bräuchte und wo es überhaupt kein Problem gäbe, das zu veröffentlichen. Denn damit könnte man trotzdem nicht Kernwaffen bauen. Deswegen habe ich aus einem anderen Vortrag das nochmal übernommen. Motive für Geheimhaltung sind vielfältig. Ne? Eine ist nicht Verbreitung, das ist in Ordnung. Die anderen sollen ja nicht lernen, wie man Kernwaffen baut. Kommerzielle Geheimnisse kann man auch noch verstehen. Also wenn eine Zentrifuge so einen ganz besonderen technischen Trick hat, soll das keiner abkupfern. Nationale Sicherheit ist alles und nichts. Das wird immer gesagt und nie spezifiziert. Ne? Wichtig ist der Status. Ne? Ich habe ein Geheimnis und ihr nicht. Das spielt auch eine Rolle. Ganz wichtig sind demokratische Defizite. Je mehr Leute beteiligt sind an einer Information, desto mehr Mitsprecher gibt es und desto mehr wird gestritten und desto mehr Demokratie gibt es aber auch. Also am besten entscheidet man alleine. Und schließlich, ganz wichtig, Traditionen, bürokratische Trägheit und vor allem auch fehlende Strukturen. Ich habe mich mal mit einem russischen Waffenphysiker unterhalten und den gefragt, ja, warum ist das geheim und das geheim und das geheim? Ja, das ist Quatsch. Aber wenn wir das veröffentlichen wollten, dann müsste ich, wie soll ich das denn machen? Soll ich zu meinem Vorgesetzten gehen und sagen, ich will das veröffentlichen? Wir haben ein Gesetz, wo drin steht, dass wir es nicht dürfen. Ich komme nur in Teufelsküche. Also man kann keinen Antrag stellen, es gibt keine Behörde, wo man beantragen kann, diese Regelung zu ändern und nichts. Und andere haben wieder zu wenig Ahnung. Und deswegen gibt es keinerlei Strukturen, mit denen irgendeine solche Veränderung in Gang gesetzt werden kann. Deshalb passiert nichts. So. Und also, das können wir dann später besprechen. Dann höre ich mit dem Vortrag auf. Wie ist das jetzt mit der... Zwei Minuten. Ich würde vorschlagen, nee, dass wir nach dem nächsten Vortrag, oder ich ziehe das jetzt kurz vor, es kommt ja noch was von Ihnen, Herr Krause. Das ist aber ganz kurz. Dass wir das wirklich ganz kurz machen. Und dann 15 Minuten statt einer halben Stunde Pause, weil wir ja dann tatsächlich noch eine Diskussion haben, die auch ganz gut wäre, weil Sie, ich bin mir nicht sicher, ob Sie morgen noch da sind, du bist es, aber dann hätten wir eben nochmal die komplette Kompetenz hier versammelt und würden auch noch ein bisschen aktiv werden. Ich versuche mal, das jetzt ganz schnell zu machen. Ich muss den anderen. Also das steht dann mit anschließender Kurzdiskussion. Ich denke, verschieben wir dann auch wieder auf nach. Also ich werde wahrscheinlich jetzt viel mehr zeigen, als ich erkläre.
könnt ihr später nachfragen, was denn da passiert ist. Also die weiteren Instrumente sind so vielfältig und komplex und verschiedener Natur, beziehen sich aber fast alle auf waffentaugliches Material, nämlich hoch angereichtes Uran und separiertes Plutonium. Und deswegen fange ich mal ganz unkonventionell mit diesen Materialien an. Die kann man einteilen in Material, was in Waffen ist, für militärische Zwecke, was bereits als Überschuss deklariert ist, weil die Wehr abrüsten, was schon unter Safeguards ist, der IAEO, was schon entsorgt ist, was immer das auch heißen mag, und was in zivilen Besitz ist, nicht militärisch. Ich baue eine Tabelle auf. Wir haben hier die Kernwaffenstaaten und die Nicht-Kernwaffenstaaten. Wir haben Plutonium und hochangereichertes Uran. Und wir haben hier, das sind jetzt die Zahlen, da kann man mal nach, das sind in Tonnen, wie viel das so ist, wer hier wie viel besitzt. So, die gehe ich jetzt nicht allen durch, aber als nächstes werde ich diese Tabelle nochmal anders interpretieren. Ich gehe jetzt schnell durch, wir können das gerne morgen vielleicht nochmal anschauen. Hier wieder meine fünf Kategorien, die ich eben hatte. So, dann sieht man mal, die Mengen für Waffen sind bei Weitem die größten und die eher zivilen Kategorien sind viel kleiner. Die Typen, die hierfür sind vor allem waffentauglich, hochangereichertes Uran, im zivilen Besitz behandelt es sich vor allem um Reaktorplutonium, zum Beispiel das japanische Plutonium, von dem die Rede war. Kontrolleigenschaften. Das ist für das Militärische sehr schwierig. Es gibt eine Vielzahl von Formen, unbekannte Lagerstätten, das Inventar ist inhärent komplex, unvollständige Produktionsberichte. Bei den Zivilen dagegen gibt es nur wenige Formen, Lagerstätten bekannt, alles unter Kontrolle und hohe Standards, das heißt Material Protection, Control and Accountancy. Das ist so ein Synonym für die Kontrolle von Material. Safeguards gibt es, klar, hier nicht, aber hier. Wobei es auch Euratom-Safeguards gibt, das ist nochmal eine Spezialität. Die Besitzer von diesen Materialien sind für die schwierigen, die militärischen, nur wenige Länder. Die für Zivilen sind, wird von vielen weiteren Ländern besessen. Und Schlussfolgerung, die Probleme. Wir haben hier beim Militärischen ganz viele Probleme. Wir müssten das inventarisieren, wir müssten Anlagen besser kontrollieren, also an diese Material Protection Control und so weiter anpassen. Man müsste Safeguards einführen, man hat spezifische technische Probleme. Bei dem zivilen Material hat man auch Probleme. Und zwar erstens, es gibt einen Plutoniumüberschuss. Und es wird hoch angereichertes Uran zivil genutzt und gehandelt, was man aber eindämmen will. Das ist wieder ein langes Thema für sich. Das einzige Stichwort ist Garchinger Forschungsreaktor, aber das will ich jetzt nicht mehr vertiefen. So, jetzt kommt meine letzte Tabelle, die baue ich mal schnell auf. Jetzt geht es endlich um die Maßnahmen und Instrumente, über die ich reden will. Wir haben wieder die militärische Kategorie, die ich jetzt hier mal zusammengefasst habe, und hier die zivile. So, dann unterscheide ich mal freiwillige Maßnahmen und international bindende Verpflichtungen. Und jetzt gibt es verschiedene, manche gibt es schon, existierende, oder sie existieren noch nicht. Und manche existieren teilweise. Das habe ich so mit verschiedenen Farben kodiert. So, zum Beispiel ein Produktionsstopp. Die Kernwaffenstaaten produzieren keins mehr, wollen Cut-Off, aber die hier produzieren weiter. Transparenz schaffen. Es haben die USA und das Engländer haben ihr Plutonium-Inventar produziert und hochangereichertes Uran inzwischen auch. Die anderen leider nicht. Also wie das entsorgt werden soll, muss man verifizieren, darüber wird geforscht. Die Entsorgung hat so ein bisschen begonnen, aber es gibt da auch Probleme. Die Materialkontrolle
soll verbessert werden. Da muss man auch stärker dran arbeiten, die internationalen Bemühungen zu intensivieren. Aber es gibt schon Verschiedenes, also einen riesigen Wust. Einer von unseren HS, ich weiß nicht, ob der dabei ist, haben wir auch einen Report zugeschrieben. Ich glaube, man muss unbedingt den Brennstoff von U-Boot-Reaktoren konvertieren. Das ist wieder ein Thema für sich. Du meinst die Reaktoren, die alle auf Halde die stehen? Die laufen noch mit hoch angereicherten Uran. Oder die einfach nur auf Halde stehen, zum Beispiel Russland. Oder man müsste andere Reaktoren einbauen, ja, dass sie vorher funktionieren. Laufen die alle mit hoch angereicherten? Bitte? Laufen die alle mit hoch angereicherten? Nee, nur die von den Amerikanern, der Briten. Und die Russen wollen, das haben noch ein paar, die wollen aber jetzt neue Eisbrecher bauen, was ja eigentlich eine gute Sache ist, ein Geschäft draus machen. Und die, ich finde, sie sollten die mal gleich mit schwach angereichertem Uran machen. Und es gibt aber offensichtlich zumindest die Verführung, das weiß man nicht genau, die vielleicht auch wieder mit hoch angereichertem Uran zu machen. Das ist alles noch offen. Also im zivilen Bereich muss man den Plutoniumgebrauch minimieren, die Bestände verkleinern und vor allem die hoch angereicherte Uranproduktion und zivilen Gebrauch stoppen. Auch da ist man schon auf einem guten Weg, aber nicht fertig. So, jetzt kommen die international bindenden Verpflichtungen. Das gibt es noch nicht, den Cut-Off-Vertrag. Ein internationales Spaltmaterialregister bei den Vereinten Nationen würde ich vorschlagen, fände ich sehr sinnvoll. Also auch Harald Müller, mein Chef, hat das schon vorgeschlagen. Auch Klaus Kinkel, der damalige Außenminister, hat das vorgeschlagen. Ebenso ein internationales Kernwaffenregister. Das hat dann diplomatische Verwicklungen gegeben, weil auch sogar die USA dagegen waren. Das hat er 92 mal vorgeschlagen. Es gibt ein Abkommen zur Entsorgung von Waffenplutonium, aber die Finanzierung steht nicht. Es sollte bessere Standards für internationale Sicherheit geben. Es gibt eine Konvention zum physischen Schutz. Die könnte noch verbessert werden. Man sollte auch die international vereinbarten Standards für Exportkontrollen verbessern. Was es gibt, sind diese Verträge NVV, den Euratom-Vertrag, den haben wir heute noch gar nicht erwähnt, Safeguards, Plutonium-Richtlinien. Und zum Safeguards gibt es ein sogenanntes Zusatzprotokoll, das hat aber noch nicht jeder ratifiziert, der es machen sollte. So, und damit höre ich jetzt erstmal auf, damit das schnell ist. Also im Prinzip ist das, könnte man dreimal so lange jetzt reden, um es besser zu erklären, aber die Zeit ist knapp und ihr könnt ja dann später nachfragen. Also, das ist mal ein Überblick.